Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja immer die Haul-Videos, die ich jetzt für euch abdrehe, immer so in kürzeren Abständen und es sind auch so kleinere Hauls, weil ihr euch das ja gewünscht habt und seitdem mache ich das so. Vor mehreren Monaten, halben Jahr oder so, habe ich immer noch diese großen Hauls gemacht und heute ist es wieder soweit. Ich habe viele Schätzchen, die ich euch zeigen möchte von Rossmann und von Parfüm Dreams oder Parfum Dreams, denn es sind Produkte, die ich selbst natürlich gekauft habe, als auch Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe, um eben Content für meinen Kunden zu produzieren und also fürs Arbeiten sozusagen. Und dies sind wirklich richtig schöne Schätze dabei und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei diesem Video. Hoffe natürlich auch, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und ja, ich habe hier eine kleine Tasche vom Rossmann. Hier einmal. Und da ist auch noch etwas von Lidl dabei. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Das könnte nämlich für euch noch interessant sein. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich zeige es euch einfach mal zuerst. Das hier habe ich gekauft beim Lidl. Das ist so ein Nageldesign-Set mit diesen ganzen Pinseln, die ihr hier sehen könnt. Das finde ich so cool. Es sind insgesamt 15 Stück enthalten. Und ich habe es mir unter anderem auf meine Nägel mitgenommen, weil ich habe immer meine Manicure-Streifen auf meinen Fingernägeln und auf meinen Fußnägeln nutze ich nämlich immer Shellac. Und ich finde, dass es mit so Pinselchen tatsächlich immer noch ein bisschen einfacher geht, als mit diesen Pinseln, die am Produkt dran sind, am Shellac. Ich nehme mir dann immer mit so einem Pinsel was ab und modelliere das dann quasi. Das finde ich sehr schön. Hier sind halt auch richtig tolle Eyeliner-Pinsel mit dabei. Die werde ich allerdings fürs Gesicht benutzen, logisch. Da schaut euch das mal an, weil diese ganz dünnen, feinen Pinsel, ja, das benutze ich einfach nicht für meine Nägel. Und das werde ich dann eben als Augenpinsel benutzen. 4,99 € hat das Set gekostet. Vielleicht bekommt ihr es bei euch noch. Ich hab mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Ich habe es auf Instagram mit euch geteilt. Also, falls ihr sowas nicht verpassen wollt oder so ein bisschen, wenn ich so ein paar coole Sachen gefunden habe, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Da teile ich auch noch ein bisschen mehr aus meinem Leben und so und mache immer so Rückblicke von den einzelnen Wochen. So total real, ungeschönt und auch über die Sachen, die nicht so toll sind, damit man einfach das Gefühl hat, nicht so allein zu sein. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ich habe mir bei Rossmann, jetzt kommen wir zu Rossmann, von Teekanne meinen liebsten kalten Tee gekauft. Das ist nämlich Teekanne Frio kalt aufgießen sportaktiv Apfelzitrone. Aber diese Apfelzitrone-Geschichte, ich liebe das. Ich finde das so toll. Ich habe bei uns im Restpostenmarkt, habe ich schon mal erzählt, letzten Herbst gab es die nämlich da auch und haben die für 50 Cent abverkauft und habe ich mir irgendwie 13 Packungen oder so gekauft. Ja, jetzt geht das Ganze zu Neige und ich habe das jetzt im Angebot bei Rossmann gekauft für 1,99 €. Finde ich einfach großartig. Hier sind enthalten, wie viele Beutel sind hier drin? 20 Stück? 18. 18. Dann habe ich mir meine Zahnpasta wieder nachgekauft bei Rossmann. Das ist diese hier von Elmex. Die ist so toll. Effektive Schmerzlinderung kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wie heißt sie denn? Sensitive Professional. Finde ich sehr gut. Mag ich, tut, was sie soll. Der Geschmack ist toll, die Reinigung ist toll und eben gegen schmerzempfindliche Zähne. Seitdem ich die benutze, habe ich keine Probleme mehr. Dann habe ich hier auch noch so LE-Produkte. Dazu habe ich auch ein Video gedreht. Das sind diese Radiant Flower Limited Edition Produkte. Die LE fand ich ja wirklich sehr schön. Falls ihr das Video dazu noch sehen wollt, falls ihr die Produkte selbst gekauft habt, ein bisschen Info braucht oder was auch immer, schaut sehr gerne vorbei. Wie gesagt, Radiant Flower von Réveil de Loup. Vielleicht steht sie bei euch auch noch. Und genau, ich habe zum Beispiel das Blush hier gekauft. Das fand ich auch so schön mit dieser Prägung. So hübsch. Ja, das war mit dabei. Dann habe ich hier noch den Glitter Eyeliner in diesem Lila gekauft. Und den Eyeliner, der einmal hier einen Eyeliner hat, was ich voll nicht verstanden habe. Weil ich dachte halt nur diesen Blumenstempel, womit man ja so einen Stempel sich setzen kann im Blumenförmchen. Aber der hat auf der anderen Seite einfach noch normale Eyelinerspitze. Das habe ich einfach nur durch euch festgestellt, weil da stand immer Stamping Eyeliner und ich habe die Kappe aufgezogen und dann war da halt dieses kleine Stempelding. Genau, das habe ich da noch gekauft aus der LE. Und dann gab es da noch diesen Bronzer Stick. Ja, übrigens kommt noch ein Video zu meiner Schminksammlung online. Oder ist es vielleicht letzte Woche schon online gekommen? Entweder kommt es jetzt diese Woche oder es ist letzte Woche online gekommen. Ihr werdet das dann ja sehen. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art mehr zu verpassen. Oder eben auch so Sachen aus meiner Schminksammlung. Ich habe nämlich alles organisiert und sortiert. Und dann habe ich mir Haargummis gekauft, weil meine Haare sind jetzt so lang, dass die dicken Scrunchies meine Haare
noch zu sehr erschlagen, es ist noch zu viel Haargummi. Aber die kleinen, die ich mir extra für meine kurzen Haare gekauft habe, die gehen nicht mehr, weil meine Haare jetzt mittlerweile schon wieder zu dick und zu lang sind. Und deswegen brauchte ich jetzt sowas, so ein Mittelding, und habe mir jetzt diese hier gekauft. Die sind so ein bisschen geflochten. Die gefallen mir ganz gut, weil die haben keine Stelle mit Metall. Fand ich ganz schön auch. 1,99 €, auch von Rossmann habe ich die gekauft. Und dann, die sind mir hier total auseinandergefallen. Habe ich mir noch so ein Set gekauft mit diesen ganz weichen, die so auch so super dehnbar sind. Total toll. Auch von For You Beauty, auch 1,99 € haben die gekostet. Da waren auch noch zwei hellblaue mit dabei. Den habe ich gerade hier unten drunter dran. Das ist genau die perfekte Elastizität, Festigkeit, um jetzt so einen richtig schönen Pferdeschwanz wieder zu machen. Finde ich toll. Außerdem Generation Joy von Catrice steht bei mir auch noch. Falls ihr ein Video dazu sehen wollt, habe ich auch gemacht zu dieser Limited Edition. Da dürfte bei mir die Lidschattenpalette einziehen. Das ist diese hier. Und falls ihr da noch Inspo braucht oder so, ich habe einen wirklich krassen Look damit geschminkt. Ihr wart sehr verliebt. Ich habe sehr viele liebe Worte von euch bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und aus der LE durften noch drei weitere Produkte einziehen. Nämlich einmal der Generation Joy Lip Liner, der Orange, ne? Fand ich auch sehr schön. Dann die rote Mascara. Sah man nicht so sehr. Ich fand, das sah aus wie braune Mascara mit so einem Hauch mehr rötlicher Wärme. Genau, gar nicht so extrem, aber hat mir gut gefallen für das, was es ist. Und dann habe ich noch den Blush Lighter Stick mitgenommen. Ebenfalls den orangenen. Da hatte man so Blush und Highlighter. Und eigentlich mag ich solche Produkte nicht so gerne. Der hier hat mich aber wirklich überzeugt. Also es hat gut funktioniert, auch wenn er dann nicht so orange auf meinem Gesicht war, wie man das jetzt hier sehen konnte. Hat die Farbe mir gut gefallen. Dann habe ich hier noch ein Produkt, das habe ich zugeschickt bekommen von L'Oreal. Das Infallible 3-Second Setting Mist. Das ist halt wirklich so, als würde man sich Haarspray ins Gesicht sprühen. Bombenfest, hält danach aber auf jeden Fall alles. Das ist wahr. Ich würde das tatsächlich eher so benutzen an so Tagen, wo ich so einen ganz wichtigen Termin habe und sowas über mehrere Stunden so richtig krass halten soll. Das funktioniert dann damit auch. Es ist sehr alkoholisch. So, ne? Kein Abfärben, kein, wie sagt man, ja, also dass es sich irgendwie auflöst oder so, kann ich bestätigen, ist so, aber wirklich sehr alkoholisch. Und dann habe ich mir jetzt noch, zwar vorgestern, zwei Produkte gekauft. Und zwar einmal von Rival Loves Me, den Super Precise Brow Liner in der Farbe 01 Light Brown. Das ist einer von diesen Filz Augenbrauen Produkten. Ist aber nicht meine Farbe. Ich habe mir das mitgenommen, um das mal auszutesten, weil der ist nämlich 20 Stunden long lasting und der ist nämlich waterproof, meine ich auch, und vegan. Um das als Freckle Maker sozusagen zu benutzen, möchte ich es gerne ausprobieren, weil diese Farbe mir gut gefällt. Sie ist hell genug und sie ist auch noch warm genug, aber nicht zu warm, sondern auch wieder kühl genug, dass sie dieselbe Farbe haben wie meine Sommersprossen. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Und ich habe mir dann auch noch den hier mitgenommen, diesen Slim Brow Liner Waterproof von Rival Loves Me. Das ist auch ein Augenbrauenstift in der Farbe Light Brown. Und den habe ich mir mitgenommen, weil ich dachte, dass ich jetzt für den Sommer auch mal gerne wieder braunen Eyeliner probieren möchte. Und das ist ja auch waterproof. Und ich möchte es gerne mit brauner Mascara ausprobieren, wie mir dieses helle Braun gefällt. Weil normale braune Eyeliner, die ich habe, die sind einfach dunkler. Und ich wollte gerne gucken, wie so dieser softere Look ist an mir. Dann habe ich mein Lieblings-Haarspray nachgekauft von Isana, Rossmann Eigenmarke auch. Ich liebe das. Starke Halt 3, ohne zu beschweren, mit Arganöl. Ich habe jetzt mich diesmal für die Sensitive-Variante entschieden. Ich hatte letzten Mal immer ein anderes, aber das gefällt mir sehr gut. Und das lässt sich auch toll ausbürsten. Ich mag den Geruch, ich mag den Halt, ich mag, wie es sich verhält und so weiter und so fort. Also das kann ich sehr empfehlen, kann meiner Meinung nach mit den teuren Haarsprays mithalten. Jetzt kommen wir einmal zu den Produkten, die ich von Parfum Dreams bekommen habe, für Content, den ich für die erstelle. Ein paar von euch haben mich ja zum Beispiel schon auf TikTok entdeckt, auf dem Parfum Dreams Kanal oder auf Instagram. Und wenn ihr mir das schickt oder da kommentiert, um mich zu unterstützen, ist das natürlich so, 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 so cool. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich auch immer, weil es total Spaß macht, immer kreativ zu sein. Auch dieses Mal geht es um ein kreatives Thema, aber ich darf da leider noch nicht zu viel verraten. Ihr seht dann das Ergebnis.
Ich habe mir einmal diesen Metaglow Highlighter hier von Essence aus dem Standardsortiment, das ist der neue, gekauft. Ich habe nämlich nur den blauen aus der Harley Quinn Reihe und das ist definitiv eine andere Farbe als das, was das jetzt hier ist. Gefällt mir sehr gut. Steht da eine Farbe mit bei? Nö. Das ist auf jeden Fall Duochrome Highlighter aus dem Standardsortiment von Essence. Ich bin froh, dass ich den jetzt auch habe, weil der aus der Harley Quinn Reihe gefällt mir extrem gut. Und das wird perfekt zu dem passen, was ich damit vorhabe. Dann habe ich hier eine Palette von NYX. Die Ultimate I Know That's Bright Lidschattenpalette. Schöne matte Farben, aber auch schimmernde Farben. Also ihr wisst ja, ne, das Grün hier schreit meinen Namen, das Lila schreit meinen Namen zusammen. Ganz große Liebe. Und da sind so kleine süße Sonnenbrillen eingeprägt. Gefällt mir sehr gut und ich freue mich darauf, damit was zu zaubern. Dann habe ich mir bei Parfum Dreams nochmal diese Wimpern hier bestellt. Die sind aus einer Limited Edition von Catrice. Dear Universe nennt die sich. Ich habe die LE damals auch getestet und die Lashes sind so krass. So seht ihr das. Und die sind wirklich heftig, aber für das ich das will, sind die halt perfekt. Die sind einfach so groß wie mein ganzes Auge. Ja, ich liebe es. Ich fand die so schön. Die waren so angenehm zu tragen. Und bei Parfum Dreams bekommt man halt oft noch alte Limited Editions für einen tollen Preis. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch da nochmal den Harley Quinn Highlighter-Pinsel mitbestellt aus der Harley Quinn und Joker Limited Edition von Essence und Catrice. Ich fand einfach dieses Bonbon-Kaugummi-farbene Design super schön. Deswegen ist der jetzt auch noch bei mir eingezogen. Und von NYX noch weitere Produkte. Ich hatte irgendwie noch gar keinen von diesen Vivid Bright Eyelinern. Noch nie. Und ich frage mich, warum? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir jetzt auch hier diese drei wunderschönen Frühlingsfarben ausgesucht. Einmal halt Lilac, Link, Blue, Thang und Sneaky Pink sind die drei Farben. Und damit plane ich halt auch was Kreatives zu machen. Also ja, haltet die Augen offen. Vielleicht könnt ihr mich da entdecken. Oder wenn das am Ende nicht auf dem Parfum Dreams Kanal landet, dann werde ich es euch bei mir zeigen. Mache ich immer so. Das funktioniert ganz gut. Dann habe ich hier nämlich noch ein Haarspray von Nivea. Das habe ich heute ausprobiert. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu stark. Ultra stark steht er auch. Halt 5. Ich denke mal, das werde ich an meinen Mann dann abgeben. Ich müsste es noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht kann ich das für so einen Hairstyle, der wirklich so krass halten muss. Dafür habe ich es mir eigentlich auch gedacht. Dafür ist es, glaube ich, auch gut, aber für mich für den Alltag ein bisschen zu viel. Mein Mann gelt aber seine Haare und benutzt auch starkes Haarspray gerne. Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Diamantvolumen von Nivea. Dann habe ich mir meinen Lieblingsconcealer noch nachbestellt. Perfect Match von L'Oreal. Das ist die Farbe 1N Ivory. Der ist leicht gelbstichig. Es gibt den auch in leicht roséstichig in derselben Helligkeitsstufe. Das ist dann, glaube ich, 1.R. Ich glaube, ja. Und der ist perfekt. Ich liebe den. Ich liebe den. Der ist so leicht feuchtigkeitsspendend, leicht lichtreflektierend. Gefällt mir sehr, sehr gut. Außerdem habe ich auch für Parfum Dreams halt noch einen neuen NYX Glitter Primer. Kann man sehr gut gebrauchen, natürlich, wenn man so extravagante Sachen macht. Ist mein Lieblings-Glitter Primer. Den habe ich halt auch, ne? Also habe den selbst zweimal da. Dann dieses Fixing Spray von Catrice. Ultra Last Hoch 2 Fixing Spray. Waterproof und kein Alkohol ist drin und kein Parfüm und das ist auch krass. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das schon zweimal ausprobiert, weil ich es halt vorher testen wollte, auch nochmal jetzt, bevor ich es benutze, dann für einen Look und finde ich mega, mega toll. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade im Standardsortiment ist, auch bei Parfum Dreams bekommt man es auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch ein Trockenshampoo von Glint. Das sind halt alles Marken, die man auch von Parfum Dreams bekommt. Das ist halt so ein kleines Trockenshampoo, um einfach so zu zeigen, ne, dass man mit Trockenshampoo eben auch mehr Griffigkeit in die Haare bekommt, weil ich auch Haarcontent produzieren werde. Und dafür brauchte ich dann halt eins, was man dort auch kaufen kann. Und von Unlashia habe ich einfach so ein Glitter-Gel. Das scheint eine koreanische Marke zu sein. Und hier steht jetzt Nummer 01 drauf. Also richtig cooles Glitter. Ja, das ist halt auch ein Look. Dann habe ich gesehen, es gibt jetzt die Bad Girl Bang Mascara. Das ist ja meine absolute Lieblingsmascara hier von Benefit. Für mich die beste Mascara, die es gibt. Leider sehr teuer. Es gibt sie jetzt in Waterproof. Ich musste sie ausprobieren, gerade auch zu dem Thema, für das ich den Content produzieren werde. Passt es einfach so, so gut. Und ja, das ist die Waterproof-Variante der Bad Girl Bang Mascara. Ich hoffe, sie enttäuscht mich nicht. Dann habe ich noch hier
ein Set von Lovia. Das ist eins von diesen Reisesets. Ich habe davon auch schon eins. Das habe ich hier einfach mal dazugelegt, weil ich nämlich die beiden benutzen möchte. Und das ist jetzt das, was neu eingezogen ist. Ich finde die cool, weil die haben halt einmal so diesen Face-Bereich. Oh, was? Bereich? Pinsel. Und dann sind da noch vier Augenpinsel drin, ne? Von Lovia. Finde ich richtig toll. Wie gesagt, ich habe eins schon zu Hause von diesen Sets. Und werde es dann eben auch benutzen. Und weil es nicht nur zum Thema passt, sondern mir persönlich auch sehr wichtig ist, wollte ich auf jeden Fall auch noch einen Lichtschutzfaktor vorstellen, den es bei Parfum & Dreams gibt, im Content, den ich dann produziere. Und das ist jetzt hier das von Nivea. Ich habe ja immer meinen Dalton-Sonnenschutz. Der ist jetzt hier auch mit 50 hoch und beruhigt und soll für empfindliche Haut geeignet sein. Ich bin gespannt, wie gut sich das mit Make-up verträgt. Weil meinen von Dalton kann ich ja immer mit Make-up kombinieren, ohne dass er weißelt, ohne dass es sich abrollt, ohne dass irgendwas komisch wird. Und ja, deswegen werde ich das hier sehr gerne von Nivea mal ausprobieren. Und das waren jetzt alle Sachen, die bei mir neu eingezogen sind, die ich mir gekauft habe, die auch schon getestet habe. Produkte, die ich eben auch zugeschickt bekommen habe, jetzt fürs Arbeiten. Und ich bin ganz gespannt, alles davon zu benutzen und vor allem auch kreativ zu werden. Ich habe da immer so Bock drauf. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch sehr gerne, was zuletzt bei euch einziehen durfte. Da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!